Ja, herzlich willkommen zum Krypto-Advent an diesem schönen 6. Dezember. Ich bin Robert aus Dänemark und ich erzähle mal so ein bisschen, was schiefgehen kann ohne Datenschutz. Oder ich nenne sie auch liebevoll Datenintegrationsbehörde in Dänemark. Genau. Also Martin erzählte so schön über den Machtunterschied zwischen Staat und Bürger. Und diese Wahrnehmung haben wir überhaupt nicht in Dänemark. Also die Bürger begegnen dem Staat viel mehr auf Augenhöhe, sehen ihn eher als Dienstleister. Und wir haben eine sehr lange Tradition dafür, Daten zu speichern über die Bürger und sehen dann als ganz natürlich an, dass wir gläsern sind. Ist einfach so. Hat man sich dran gewöhnt. Ist effizient. Was soll man da noch zu sagen? Der Staat versorgt uns mit allem, was wir benötigen. Öffentliche Leistungen, Transferleistungen. Wenn wir arbeitslos sind, bekommen wir eine neue Arbeit, so ungefähr. Alles sehr sozial. Wir mögen das so. Sehen das vielleicht ein bisschen mit einer rosaroten Brille. Ja, zu dem Zweck haben wir die CPR-Nummer erfunden. Das ist eine persönliche Identifikationsnummer. Dort speichern wir alle Daten drauf, die so nötig sind im Leben des Bürgers. Die ist zehnstellig. Einmal das Geburtsdatum und dann eine fortlaufende Nummer. Wird beim nationalen Bürgerbüro wird man dort gespeichert, lebenslang. Dort steht Name und Adresse und welchen Familienstand man hat, wer die Eltern sind. Das ist gut so, weil alle IT-Systeme sind darauf ausgelegt. Wir können anrufen beim Bürgerbüro und sagen, ich habe Nummer sowieso, ich würde gerne umziehen. Ja, das regeln wir dann. Inzwischen sind wir digitaler geworden. Das kann man auch online jetzt. Zu dem Zweck wurde dann die NEM-ID erfunden. Das ist ein Public-Key-Verfahren oder Infrastruktur. Dort wird aber nicht mein privater Schlüssel bei mir gespeichert, sondern auf einem zentralen Server. Auf den kann ich dann zugreifen mit einem persönlichen Username und Kennwort und einer One-Time-Passwort-Liste. So eine habe ich auch hier mit. Bekomme dann so ein kleines Kärtchen zugeschickt. Die ist ungültig. Genau. Und dort kann ich quasi alles machen. Also ich kann damit umziehen, ich kann heiraten, ich kann mich scheiden lassen, etwas beantragen. Es geht eigentlich alles. Ich kann Sachen damit mit signieren. Wir sind auch nicht das einzigste Land, das das so machen kann, sondern die Schweden haben es auch, Estland und einige anderen skandinavischen Länder. Die haben alle ihre eigenen Verfahren. Das ist überhaupt nicht miteinander kompatibel. Und wir haben unser kleines Ding in Dänemark gedreht. Funktioniert auch so ganz gut. Seit ungefähr 10 Jahren. Es gab hier und da ein paar Angriffe darauf, aber eher so leichte DDoS,
so dass das System nicht benutzbar war. Und ja, es hat die denen natürlich fürchterlich aufgeregt, so dass man es irgendwie ein paar Tage nicht benutzt. Das öffentliche Leben bricht manchmal auch so ein bisschen zusammen. Zum Beispiel, wenn Firmen dann nicht ihre Mehrwertsteuererklärung und so machen kann, das ist schon dann für einige ein bisschen ärgerlich. Ja, das wird übrigens auch zum Banking benutzt. Also das wurde vom Staat und von den Banken entwickelt zusammen. Und deshalb nutzt man das halt auch für alle Banking-Sachen. Gut, der Staat sagt, es ist sicher. Man vertraut drauf, alle vertrauen darauf. Ich würde ja per Default sagen, es ist unsicher, weil wenn man Private Key irgendwo anders ist und dann auch noch zentral mit den anderen 5,8 Millionen Keys gespeichert ist, in einer Hardware, die angeblich sicher ist, naja, ich weiß nicht so. Es hört sich ein bisschen unsicher an. Übrigens, das wird auch nicht so oft erwähnt, aber der Geheimdienst hat eine Backdoor. Also wenn die wollen, dann können die an den privaten Key ran. Ich nehme mal hier einen Schluck von meinem dänischen Weihnachtsbier. Ihr dürft euch auch gerne bedienen. Nachher sammle ich die Dosen wieder ein, zwecks der Fingerabdrücke. Für meine persönliche Fingerabdrucksdatenbank. Ja, also eigentlich wünscht sich jeder Staat das so wie zum Beispiel in Dänemark, denn es ist total effizient, die Bürger zu verwalten. Die bedienen sich selbst. Man hat keinen großartigen Aufwand, dass die irgendwie ständig vorbeikommen oder so. Zur Not wird man mal angerufen von denen. Aber insgesamt bedienen sich die Bürger ziemlich gut selbst. Es gibt da etliche Portale für. Das Hauptportal bower.dk, das ist das Eingangsportal, wo sämtliche anderen Portale zusammengeknüpft sind. Und da kann man tolle Sachen mitmachen. Ich glaube, das ist ja praktischer. Also man geht dann zu jeder Behörde, hat man seinen Benutzernamen und sein Passwort sozusagen. Und wenn man irgendwas ausführen möchte, muss man sich so eine TAN mit eingeben. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt mich beim Finanzamt einlogge oder beim Familienstammbuch oder sonst irgendwo, habe ich immer die gleichen Zugangsdaten. Und die fragen dann den zentralen Server, ob diese Zugangsdaten stimmen. Ja, genau. Okay. Ich logge mich beim Finanzamt ein. Und da sind wir dann auch beim Thema Finanzamt. Das ist sehr schön. In Dänemark muss jeder eine Steuererklärung machen. Ist einfach so. Jetzt haben sie aber vor ein paar Jahren das Verfahren geändert. Früher musste man noch so einfüllen, was man so an Einnahmen hatte und an Ausgaben. Irgendwann mal wurde das für uns vorausgefüllt. Und jetzt ist es so, dass man bekommt die Nachricht, ja, wir haben jetzt all deine Daten, alles ist vorausgefüllt. Wenn du bis zum 1. Mai keine dieser Daten änderst, dann ist das abgesegnet von dir. Und wenn du etwas ändern willst, dann musst du eine lange Begründung dafür schreiben. Die Arbeitgeber teilen dem Finanzamt mit, was du an Gehalt hattest. Die Banken teilen mit, was du an Schulden hast. Alle teilen dem Finanzamt alle Daten mit. Warum sollen sie noch den Bürger fragen? Praktisch. Aber das ist ja bei Arbeitnehmern in Deutschland auch so. Du musst ja auch keine Steuererklärung abgeben. Da wird ja dann der Anteil auch abgezogen. Und nur wenn du jetzt selbstständig bist oder sonst irgendwelche Einnahmen hast, von denen das Finanzamt nichts weiß, musst du ja dann auch selbsttätig werden. Das ist ja im Prinzip nur eine digitale Fortführung von dessen, was wir so haben. Meine Krankenkasse übermittelt auch an das Finanzamt meine Daten elektronisch, haben die mir gerade einen Brief geschrieben. Und da kriege ich auch so erstmal nichts von mit, sodass man es da halt transparent hat. Genau. Und wir haben das einfach, sind ein paar Jahre im Voraus. Das wird sicherlich hier in Deutschland auch so kommen. Aber beeindruckende Entwicklung. Sunhill.dk, das ist ein Portal, wo man
seine Krankenakte einsehen kann. Und wir sind ja nicht in Dänemark unterteilt wie in 16 Bundesländer wie in Deutschland, sondern ein großes nationales System. Und egal in welchem Krankenhaus oder in welchem Ärztehaus man war, alle tun das in diese digitale Akte rein, Krankenakte. Und dort kannst du dann auch einsehen, wer hatte Zugriff auf die Akte zuletzt. Kannst alle Daten einsehen, die dort über dich abgespeichert wurden. Und kannst nur du die sehen oder kann auch der mangelnde Arzt sie sehen? Weil in Deutschland hast du ja zum Beispiel das Recht, dass du in die ärztliche Zweitmeinung einholen darfst und der zweite Arzt weiß gar nicht, dass es den ersten Arzt überhaupt gab. Das heißt, du kannst zu zwei Ärzten gehen, kannst dir zwei Expertisen einholen und kannst dann schauen, was für dich schlüssiger erscheint. Das ist ja auch eine Sache, in Deutschland plant man ja auch diese elektronische Gesundheitskarte, die gibt es ja schon. Aber diese ganze Gematik, die dahinter steckt, die kommt ja erst noch mit der elektronischen Gesundheitsakte. Und das ist ja ein ziemliches Datenschutzproblem, wenn irgendwie plötzlich der Zahnarzt weiß, dass die Patientin wegen Lymphomanie noch beim Psychiater war. Also das stelle ich mir nicht so prickelnd vor. In Dänemark geht das. Also jeder Zugangsberechtigte hat quasi Zugang auf alle Daten. Das sind auf jeden Fall mindestens 27.000 Personen im unmittelbaren Gesundheitssystem. Und es kommen noch weitere hinzu. Zum Beispiel darf die Polizei auch drauf zugreifen. Zum Beispiel, damit sie im Vorfeld gucken kann, ob zu der Adresse, wo sie jetzt gleich hinfahren, dort ein psychisch Kranker lebt. Der vielleicht eine Gefahr für sie darstellen könnte. Okay. Und sie können die gesamte Gesundheitsakte einsehen? Ja. Gucken, was mein Zahnarzt für eine Füllung gesetzt hat, weil könnte interessant sein. Und theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Wenn da kein Sprengstoff drin ist. Also ich bin da selber nicht im Polizeisystem, von daher kann ich nicht präzise Auskunft darüber geben, aber im Prinzip ja. Und ja, deshalb liebevoll Datenintegrationsbehörde statt Datenschutzbehörde, weil sowas wird einfach in Dänemark genehmigt, beziehungsweise es gibt gar nicht diesen Weg über die Datenschutzbehörde, ob die jetzt damit einverstanden sind oder ob die irgendetwas dagegen haben. Aber es wäre mit der EU-Grundrechtekarte gar nicht vereinbar. Also wir haben ja gerade gelernt, dass das... Das ist auch so. Das heißt, ich bin auch gespannt, wie die Ideen des Endes immer weiter. Hast du was ja auch offiziell? Die Datenschutzverordnung war deswegen über dieses Landesgesetz an einigen Stellen eine Abschwächung, möglicherweise. Im Rest von Europa wird aber so ein Datenschutz jetzt aufgezogen, dass die kann zum Beispiel, dass die jetzt so eine Landesbeauftragte haben. Dänemark hat einen Landesbeauftragten, das wäre auch meine Frage. Das ist eine Frau, ne? Das ist eine Frau, ja. Ich würde mir jetzt sehen, was sie machen. Also, ja. Der ist von Europa. Der ist geheim, genau. Sie sind ganz stark rausgefallen, der ist von Europa. Also, sind die Dänen da sozusagen die Speerspitze des Antidatenschutzes in Europa? Ich weiß das nicht. Ich meine, 5,8 Millionen Einwohner, was für ein Bundesland ist das? Das ist Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen ungefähr. So, oder? So, das wär so die Größe. Ja, vielleicht. Ja. Und vielleicht ist das eine gute Verwaltungseinheit. Also wenn ich noch was sagen darf. Ich war mal in Brüssel und da hatte der dänische Vertreter und der französische Vertreter haben die Deutschen ausgelacht. Warum macht ihr das nicht alles zentral? Alles, was du gerade gesagt hast, ist ja aber eine zentrale Lösung. Und da hat der deutsche Vertreter gesagt, na, ich meine, wir sind halt viel größer. Ne? Also, oder okay, wir machen das mal zentral, dann machen wir doch das gesamte alles nach Brüssel. Auch schön. Warum denn Kopenhagen und Paris, was soll das Ganze? Und da hatte der dann, witzigerweise natürlich aus Dänemark, der Vertreter gesagt, nein, so ja nun nicht. Also nach Brüssel sollen die Daten ja nun nicht. Wäre aber nur konsequent. Wir haben es gar nicht angekündigt, also das Diskussionsformat ist so ein bisschen Open Discussion, also jeder kann sich so einbringen und Fragen stellen, das haben wir jetzt gar nicht so gesagt. Ja, also fragt einfach, wenn ihr irgendetwas habt. Auch die Schweden waren schon vor vielen Jahren sehr freizügig, was medizinische Daten anbetrifft. Und damals, ich glaube, es war vor 20 Jahren, damals war eine Erklärung, ja, die Schweden haben auch keine nationalsozialistische Vergangenheit wie wir. Ich glaube, wir Deutschen sind immer noch sehr vorsichtig in solchen Sachen. Ja. Zu Recht, wenn man die aktuelle Entwicklung sich anschaut. Es gab ja auch extra vom Bundesverfassungsgericht mal ein Urteil, dass es die eindeutige Personenkennziffer so nicht eigentlich geben darf. Und die TIN haben wir ja heute, ne?
Ja, aber an sich gab es mal ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was genau gesagt, dass die nicht existieren dürfte. Und da laufen, glaube ich, auch immer noch Klagen dagegen. Oder erzählst du noch ein bisschen was? Also gibt es das negative Auswüchse oder würdest du jetzt mal erzählen, wie es da halt aussieht? Wir sind ganz groß im Selbstbedienen von unseren digitalen Dienstleistungen und wir finden das total klasse, weil ist einfach effizient, kann man abends, wenn die Kinder zu Bett sind, kann man das einfach machen. Auch in unserem täglichen Leben hinterlassen wir gerne digitale Spuren. In Deutschland hat man so ungefähr das Verhältnis, dass man 20% mit Karte zahlt und 80% mit Bargeld. Wir haben es in Dänemark genau umgekehrt. Wir bezahlen Sachen in Centbeträge, zahlen wir mit einer digitalen nationalen Karte. Duncode heißt die. Oder kombinierte Duncode-Visa-Karte. Wir sind auch schon an den NFC-Chip gewöhnt. Alles unter 26 Euro hält man einfach die Karte ran, ist bezahlt, danke, tschüss. Und gerne haben wir das auch integriert auf unserem Handy. Ein neuer Auswuchs, der auch so in den letzten Jahren gekommen ist, ist die App Mobile Pay. Erst vorangetrieben von der dänischen Bank oder Danske Bank. Hat maßgeblich auf jedem Handy Einzug gehalten in Dänemark. Wir transferieren Gelder hin und her zwischen privat damit. Wenn man sich eine Pizza teilt oder so, dann, ja, du bekommst hier die Hälfte von mir und zack, schon ist das überwiesen. Das geht im sekundenschnell. Und eigentlich gibt es gar kein Verständnis für Menschen, die sowas nicht mitmachen. Also ich bezahle lieben gern in Bargeld. Ständig werde ich gefragt, sag mal, hast du nicht Mobile Pay? Nee, habe ich nicht. Also ich werde quasi schon vom sozialen Leben komplett ausgeschlossen. Ich fühle mich hinterwäldlerisch. Nee, gar keiner. Musst du mehr Gebühren an die Bank bezahlen? Nein, also der Konsument zahlt gar keine Gebühren, weder für die Duncode noch für dieses Mobile Pay. Sondern das sind dann immer die Händler, die dort die Lösungen zahlen. Ist aber auch nicht wahnsinnig teuer. Also man möchte ja, dass da jeder mitmacht. Hat das sich das denn gegen PayPal etablieren können in Dänemark? Also wenn du jetzt bei eBay irgendwie was kaufst in Dänemark, kommen die dann mit PayPal um die Ecke? Oder ist denn da auch dieses, wie sagt das, wie heißt die App? Mobile Pay. Mobile Pay, kommt das dann zum Tragen? Also kann sich das gegen internationale Standards, die sich sonst überall etabliert haben, durchsetzen? Auf nationaler Ebene? Ja, also gelegentlich kaufen wir etwas bei eBay, dann ist dann auch PayPal angesagt. Aber man kann dort ja auch mit Visa-Karte zahlen. Generell zahlen wir sehr gerne mit Visa-Karte bei ausländischen Shops. Ich meine, jetzt im Inland. Also wenn du jetzt von einem anderen privaten eBay-Verkäufer irgendwie so ein altes Gesellschaftsspiel kaufst und dann ist aber auch PayPal angesagt. Ne? Ja, genau. Okay. Und ansonsten Inland Mobile Pay. Wenn es da irgendwo Datenreichtum gab, gibt es da irgendwelche Konsequenzen für die Verantwortlichen des Datenreichtums? Oder? Nein, da gibt es so gut wie keine Konsequenzen. Also zum Beispiel wusste die Presse fürchterlich gut Bescheid, wo zum Beispiel die Königsfamilie war oder auch andere Celebrities, wichtige Personen. Und alle schon haben schon gerätselt, wo sie ihre guten Informanten hatten. Irgendwann mal kam dann raus, dass See und Hör, das ist so ein Klatschblatt, die hat über Jahre Zahlungen an einen IBM-Mitarbeiter gemacht, der für den Netz, das ist die Firma, die Duncode und die anderen digitalen Lösungen da macht, da hatte er halt Einsicht in die Daten und hat denen dann halt Tipps gegeben. Ja, die sind jetzt in Luxemburg sowieso und haben da gerade einen Blumenstrauß gezahlt oder so oder andere Sachen, ein Hotel. Das sind dann so die Fälle von kleinem Datenreichtum.
Ja. Aber was bringt es denn wirklich im Alltag? Also ich ganz persönlich habe eigentlich nie das Problem, dass ich irgendwie denken würde, dass mir jetzt irgendwie so E-Government irgendwas abnehmen würde. Also ich meine, mein Nummernschild muss ich trotzdem bei der Zulassungsstelle siegeln lassen. Wenn ich mich ummelde, müssen die trotzdem Aufkleber auf mein Perso draufkleben. Und ansonsten schicke ich einmal per Elster, die diebische Elster, holt sich meine Steuer ab und das war's dann. Also ich sehe irgendwie gar nicht den Sinn in diesem E-Government, außer dass irgendwie der Staat irgendwie über Sachen Bescheid weiß, über die er heute nicht Bescheid weiß. Aber Nutzen bringt es mir eigentlich nicht. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass irgendwie die Ärzte sich gegenseitig in irgendwelche Patientenakten reingucken können oder sonst irgendwas, also da hätte ich aber ganz starke Bedenken. Ja, sehe ich auch so. In Dänemark geht man zum Arzt und er verschreibt dir ein Rezept für ein Medikament. Du bekommst aber keinen Zettel ausgedruckt, sondern er fragt dich eventuell, an welche Apotheke du es haben willst, oder er schickt es einfach default an deine Standardapotheke. Die wird bezahlt. Genau, und dann gehst du um die Ecke zur Apotheke und die haben schon das Rezept und haben auch schon gecheckt, dass sie es auf Lager haben. Und du bekommst es sofort ausgehändigt. Und wenn ich es woanders haben möchte, plötzlich? Dann kannst du auch zu einer anderen Apotheke gehen und die holen sich das Rezept aus dem zentralen Rezeptserver. Also du merkst schon, das ist alles sehr zentral bei uns. Das ist auch sehr praktisch. Dann hat jeder alles. Also wie das bisher darstellt, ist ja irgendwie für alle denen und denen toll und der Staat verwaltet das halt so. Also gibt es aus Dänemark heraus irgendwelche Kritik oder irgendwie Gruppen, die das kritisieren oder das nicht so geil finden? Ja, also wenn jemand das überhaupt kritisiert, dann sind das so ein bisschen paranoische Nerds und aus der IT-Szene, die das so ein bisschen kritisieren. Ansonsten ansonsten ist das einfach so positiv in Dänemark, dass wir haben da gar nicht das Bedürfnis, großartig drüber zu reden, auch nicht ins Ausland. Man guckt auch nicht so nach Dänemark rüber. Also letztens war ich bei einem Vortrag über Estland, die haben hier Werbung gemacht sozusagen, werdet doch digitale estnische Bürger, dann könnt ihr zum Beispiel eine Firma bei uns aufmachen und das geht aber auch aus Deutschland heraus. Da sind die Esten uns irgendwie voraus, wahrscheinlich werden die Dänen auch irgendwann mal ins Ausland reisen und sagen, werdet digitale dänische Bürger. Ja, ich hätte noch eine Frage, also auch wenn man eine Regierung hat, der man vertraut, ist ja ganz gut, aber also die Daten hier auf dem Server der Regierungsdienste, hier vor Facebook oder Google, oder falls Egon Olsen einen Nachfolger findet, der dann feststellt, wo der zentrale Server mit der Platte ist, wo alle Daten sind, also wie sicher ist das davor, dass nicht irgendwie Privatfirmen oder irgendjemand anderes Zugriff macht oder schicken oder betreibt oder beschließt, also wir brechen mal eine zentrale Vereinigung unter den Keys von allen denen und dann rufen wir bei allen denen das ab, was wir wollen oder ist das wirklich gesichert oder Naja, die behaupten alles, es ist sicher und die gehen dann zur Datenschutzbehörde, Datatilsynet und lassen sich dann das auch bescheinigen, dass das irgendwie so theoretisch gut aussieht. Und dann wird losgefahren. Aber wehe dem, es passiert mal so ein Fall von Datenreichtum, dann ist das Geschrei immer ganz schnell. Zum Beispiel können sich Firmen anmelden bei unserem CPR-Register, also bei diesem Stammdatenregister, und sagen, wir hätten gerne Notifications, wenn sich Stammdaten von jemandem ändern, zum Beispiel von mir. Und ich kann dann sehen, welche Firmen da ein Abo haben. Und wenn ich dann zum Beispiel umziehe,
Dann bekommt diese Firma dann die Nachricht, Robert ist umgezogen, hat jetzt neue Adresse. Ja, Mobilfirmen oder Telcos nutzen das auch ganz gerne, um zu verifizieren, wer man ist. Dass wir sagen, wenn man irgendwo ein Abo abschließt, dann wird dann abgefragt, Vorname, Nachname, welche CPR-Nummer hast du? Und dann verifizieren sie gegen dieses Register, jo, du bist der, den du behauptest zu sein. Und da hat sich dann jemand mal so ein Späßchen draus gemacht und hat dann einfach so mal so eine Brute-Force-Attacke auf so ein Webformular von der Telco gefahren und hat da mal den Namen der Staatsministerin eingegeben und er wusste zufällig auch ihr Geburtsdatum, damit sind schon die ersten 6 Ziffern bekannt. Dann fehlen ja nur noch die letzten 4 Ziffern. Fortlaufende Nummer. Die Hälfte davon kann man schon ausschließen, weil am Ende eine ungerade Nummer ist männlich und gerade Nummer ist weiblich. Okay, das sind dann noch irgendwie so 500 Nümmerchen. Ja, dann hat er so mal irgendwie 20 Politiker, so die Personennummer von denen veröffentlicht. Vielleicht stellt ja jemand was Schönes damit an. Das war 2013 vielleicht. Hat man was gehört? Ist da was rausgekommen? Die Aufregung war natürlich groß und die Politiker haben sich echauffiert und dann wurde so eine Lösung dann mal unterbunden. Eben wurde ein Maulkorb versetzt und er durfte eine ziemlich hohe Geldbuße bezahlen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja? Das Problem bei Geheimnissen ist ja immer, A vertraut B und B vertraut C, D, E, F und G. Wen vertraut denn der dänische Staat? Also zum Beispiel so Backups bei Amazon sind ja sehr beliebt, weil billig. Ne? Ja. Gerade für große Datenmengen gibt es ja so tolle Datenbanken im Saarland, wo man so schön was hinschieben kann. Mhm. Und sei es temporär für Wartungsmaßnahmen. Ja. Also ich möchte behaupten, Dänemark ist sehr Amerika-affin. Wir haben ja auch einfach so unseren nationalen IT-Dienstleister Communedata an ein amerikanisches Unternehmen CSC verkauft. Die fliegt auch ganz gerne mal so für die CIA Gefangene durch die Gegend, wenn es denen selber zu heikel wird. Naja gut. Ja, tatsächlich, einige von unseren Behörden meinten auch einfach mal, ihre Webseite mit allen ihren Daten zu Microsoft Azure SQL Cloud zu schieben. Irgendjemand hat da mal so ein bisschen, ein ITler hat, meinte, das wäre dann vielleicht dann doch nicht so das Goldene vom Ei und sie sollten sich das überlegen. Das haben sie dann auch. Ja, ja, ihr merkt, zentral kann man sehr gut auf unsere Daten aufpassen, ne, weil wenn alles in einem Ort gespeichert ist, kann man auch besonders gut drauf aufpassen. Ja, da gab es dann auch einen etwas größeren Skandal, den größten Hack des Nordens oder Skandinaviens. ihr kennt vielleicht The Pirate Bay. Und einer der Typen, die bei The Pirate Bay war, nannte sich Anna Katter oder auch Gottfried Svarkholm. Ja. Anna Katter, genau. Der wurde 2009 verurteilt, mehrere Millionen zu zahlen und ein Jahr Freiheitsstrafe für das, was er mit The Pirate Bay gemacht hat, Urheberrechtsverletzungen und so weiter. Dann dachte er sich,
vielleicht sollte man sich jetzt verdünnisieren. Ist dann nach Kambodscha gegangen und hatte da auch seine Ruhe, war aber nicht ganz unaktiv. Er hat dann mehrere Jahre in Kambodscha gelebt. Da unten kostet das Leben ja auch irgendwie Geld. Und dann hat er mal die dänische Bank Nordea gehackt und ein paar Millionen transferiert von ein paar wichtigen Behörden in Dänemark zu ausländischen Konten. Also er war Schwede, ne? Aber er hatte sich wohl Dänemark als Ziel ausgeguckt. Hat auch einen schwedischen Dienstleister Logica, jetzt CGI, gehackt. Und die betreiben auch ganz viel Infrastruktur für die schwedischen Behörden. Da hat er auch ziemliches an Daten mitgehen lassen. Dann hat er auch CSC gehackt bei uns. Die Mainframe. Und siehe da, sämtliche Namen, CPR-Nummern von allen denen hat er bekommen und was sonst noch so an Daten da rumlag. Die komplette Führerscheindatenbank hat er abgegriffen. Die Reichspolizei hat er abgegriffen. Alle gesuchten Personen in der EU vom Schengen-Informationssystem hat er abgegriffen. Ja, ich brauche nicht zu sagen, dass die Reichspolizei bei uns oder die nationale Polizei nicht besonders begeistert war. Die standen jetzt ein bisschen blöd da. Ja, probierten alles, um das irgendwie ein bisschen runterzuspielen. Das spart Arbeit, wenn die gesuchten Personen jetzt veröffentlicht werden. Die Polizei bittet um Hilfe mit sich. Ja, meine Meinung ist, dass er die Daten als Geiseln nehmen wollte, um quasi die Schweden zum Einlenken zu bekommen. Auf jeden Fall, dass er irgendwie wieder mal nach Skandinavien kann. Aber er wurde immer noch gesucht und die haben ihn leider geschnappt in Kambodscha. Also die haben irgendwie herausbekommen, wo er in Kambodscha ist und haben die kambodschanischen Behörden dann darum gebeten, ihn festzusetzen. Haben die da unten auch gemacht. Wollten ihn aber nicht ausliefern. Dann haben die ihnen aber gesagt, hört zu, ihr bekommt hier so ein bisschen 60 Millionen US-Dollar Hilfe für diverse Sachen, aber dafür liefert ihr ihn aus. Und das haben die dann auch gemacht. Man muss nur die richtigen Argumente finden. Ja, richtig. Ja, und so kam es dann, dass er nach Dänemark kam und die Dänen haben ihn an Schweden ausgeliefert, weil die wollten ihn ja zuerst festsetzen. Dann saß er erst dort im Gefängnis bei den Schweden wegen der Pearl Bay-Geschichte. Und als er da rauskam, haben die Dänen ihn sofort gecatcht und gesagt, naja, du hast ja jetzt auch was bei uns gemacht. Und jetzt wollen wir dich hier im Gefängnis sehen. Ja. Und bisher sitzt er im dänischen Gefängnis. Ja, so viel zu zentralen Datenspeichern. Und Sicherheit. Wirklich sichere Sicherheit. Ja, also man kann dem Staat wirklich gut vertrauen. Ja. Neuerdings können wir auch, oder seit einigen Jahren können wir auch nicht mehr anonym reisen in Dänemark. Ja, da könnte man Glück haben mit dem Fahrrad oder zu Fuß, solange wir noch nicht Gesichtserkennung haben. Ja, aber natürlich an allen wichtigen Kreuzungen haben wir Kameras. Und solange die noch keine Gesichtserkennungssoftware haben, kann man da noch relativ anonym vorbeikommen. Mit dem Auto allerdings nicht mehr. Wir haben verschiedene Stellen in Dänemark Kennzeichenscanner stationär. Die scannen alles, was rein und rausfährt aus Dänemark. An allen wichtigen Brücken. Außerdem werden sämtliche Polizeiautos mit mobilen Kennzeichenscannern ausgestattet.
Die scannen alle Kennzeichen, an dem das Fahrzeug, an dem das Polizeifahrzeug vorbeifährt. Wenn jemand seine Versicherung nicht bezahlt hat, wird angehalten und dann werden eben die Kennzeichen abgeschraubt. Ja. Das heißt, die wissen definitiv noch nicht, wo jedes einzelne Auto in Dänemark heute steht. Das wissen sie noch nicht. Das wüssten sie gerne, ja. Was? Und da kommen auch so etliche Kennzeichen zusammen an einem Tag. Das Gesetz sieht es vor, dass sie das maximal 24 Stunden speichern. Warum löschen sie es nicht sofort? Also das Fahrzeug wird bestückt mit einer Anzahl von Kennzeichen, die gesucht werden. Das weiß das Polizeiauto. Gleich die Kamerabilder werden abgeglichen gegen diese Datenbank. Und die werden aber dann trotzdem noch gespeichert für 24 Stunden, diese Daten, falls noch irgendwie gesuchte Kennzeichen dazukommen. Denn abends sind die erst wieder zurück bei der Polizeistation und dann werden die Daten synchronisiert. In Ausnahmefällen darf aber auch 30 Tage gespeichert werden. So, was sind Ausnahmefälle? Also es wird alles 30 Tage gespeichert. Ganz genau. Das kam jetzt gerade so vom Jahr raus, dass die das generell so machen, 30 Tage. Das wurde dann auch moniert, dass so eine Praxis nicht geht. Und dann hat die nationale Polizei aber auch nur gesagt, wir erachten das aber als nötig. Und dann war das damit gegessen. Okay. Ja, man muss ja nur mal drüber sprechen. Ja, genau. Ja. Aber in unserer Datensammelwut haben wir dann einfach mal die Papier-Öffi-Tickets abgeschafft. Seit ungefähr 10 Jahren haben wir die Reisecode, das ist ein NFC-Chip-Gedöns. Ist das irgendwo hier? Nee. Wenn du deine Reise antrittst, dann hältst du dann das an dieses NFC-Lesegerät, entweder im Bus oder in der Bahn oder mit welchem Öffi-Gerät du sonst unterwegs bist, und dann hast du eingecheckt und dort, wo du aussteigst, checkst du aus. Und so wissen sie deine Fahrstrecke, wann du die gefahren bist. Und man könnte ja vermuten, dass die auch etwas für den Datenschutz getan haben oder für die nicht unbedingt mit, die gerne anonym leben möchten, haben die dann auch eine anonyme Reisecode geschaffen. Da ist nichts mit Name oder CPR-Nummer oder sonstiges hinterlegt. Das ist nur ein Problem. Erstens bekommst du keine Rabatte auf dieser Karte und zweitens kannst du es nur am Kopenhagener Hauptbahnhof kaufen. Aber es gibt es. Und wie wird das denn gemacht für Urlauber oder Leute, die so eine Karte nicht haben? Gibt es dann immer noch Papierkarten? Sehr gut mitgedacht. Das habe ich dann auch einen Busfahrer gefragt, wie Urlauber und Touristen dann reisen sollen. Es kam mir so ungefähr ein Achselzucken entgegen. Er sagte, die könnten ja dann im Bus zahlen, vor Ort, Papierticket. Ich sage, ja, das kostet aber auch das Doppelte. Das ist nicht gerade touristenfreundlich. Hat er schon wieder seine Schultern gezuckt? Ich sage, ja, tolle Antwort. Und wie sollen die in Kopenhagen reisen? Ja, das wäre nicht sein Problem. Denn in Kopenhagen gibt es gar keine Papiertickets mehr. Aber in Kopenhagen kann man ja die anonyme kaufen. Genau. Erstens kostet die Karte mehr, zweitens kriegt man keine Rabatte. Und drittens verstehen die Touristen nicht die End-User-Bedingungen, die daran geknüpft sind.
Das ist auf Dänisch wahrscheinlich. Natürlich, auf Dänisch. In Dänemark muss man die Kartoffelsprache beherrschen. Wir sind ja so hügeli. Wir sind auch sehr hügeli, einfach nur mit uns selbst. Ohne Touristen, ohne lästige Ausländer. Das merkt man ja schon an der Flüchtlingskrise, ne? Wie sie Mauern und permanente Grenzkontrollen haben. Den begegne ich ständig. Und wo schon mal ein Taxifahrer wegen Schlepperei im Gefängnis landen, aber bisher noch kein einziger Busfahrer und auch kein Lokführer, komischerweise. Ja. Ja, ja. Also wir haben unseren Taxifahrern auferlegt, dass sie wissen müssen, wie sämtliche Reisepässe dieser Welt aussehen zu haben. Ja, ja, weil wenn sie denn nicht... Das sind aber Flensburger Taxifahrer. Ja, Flensburger Taxifahrer. Im Prinzip könnte es auch ein österreichischer Taxifahrer sein. Und wenn der in Dänemark einfährt mit einem Syrer, dann muss er natürlich wissen, dass dieser einen korrekten Reisepass hat und sich auch hier aufhalten darf anscheinend. Also ich verstehe das auch nicht. Das ist, die Dänen sind da ein bisschen komisch. Ja. Wir gehen besonders verantwortungsvoll mit unseren Daten um. Wir tun auch viel für die Bürgergesundheit. Dachte sich dann auch unser Gesundheitsministerium und schickte eine CD los mit allen Gesundheitsdaten. Von allen denen, nicht anonymisiert. ja, hier macht mal Statistik, hier sind die Daten. Ich bin aber beeindruckt, dass die Daten dann auf eine CD passen. Ja. Was sind die DVD? Aber egal. Oder die. Es waren mehrere DVDs. Der Punkt ist aber, es landete nicht bei die Statistik über die Volksgesundheit machen sollen, sondern bei der chinesischen Visumsstelle in Dänemark. Da hat der Postbote das einfach falsch abgeliefert. Die haben das in den Computer geschoben und haben festgestellt, okay, das ist vielleicht nicht für uns. Vielleicht sollten wir mal den Absender kontaktieren, dass er hier was schiefgelaufen ist. Seitdem ist Dänemark chinesisch, ja. Ja, es wurde natürlich nicht auf Verschlüsselung dieser Daten geachtet. Ja, also es wurde dann auch runtergebauscht. Die Chinesen haben uns versprochen, sie haben die Daten nicht kopiert, sie haben sie nicht wirklich eingesehen und damit war der Fall dann auch für die Behörden erledigt. Alles. Kannst du bestimmt keine DDR-E-Mail aus China. alles gut. Ja. Ja, ja. Naja, und es werden auch von unserer, die Gesundheit von uns wird auch irgendwie ständig indexiert und festgehalten zu Forschungszwecken, auch widerrechtlich zum Gesetz. Das lief irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre lang. Da hat sich nie jemand drüber beschwert, bis sich dann mal einer beschwert hat, dann wurde das eingestellt. So das Typische. Ja. Ich habe noch eine persönliche Frage. Mhm. Du hast so gar keinen typisch dänischen Akzent. Bist du einer der wenigen Flüchtlinge, die sie reingelassen haben? Nein, ich bin tatsächlich in Dänemark geboren und habe immer dort gelebt und bin einfach nur Deutsch-Däne und kenne mich. Mhm. Noch in der deutschen Schule gewesen. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Die Vorratsdatenspeicherung hatten wir übrigens auch bei uns. Mhm. Nicht nur ein Jahr wie in Deutschland, sondern ganze 7 Jahre. Ja. Bis die EU dann gesagt hat, das darf so nicht sein. Und dann haben wir es dann 2014 abgeschaltet. Und
Ja, die reden natürlich genauso wie die Deutschen darüber, dass das wieder eingeführt werden soll und dass das ein wichtiges Instrument für die Polizei ist. Und aber jetzt hat der Justizminister gesagt, das wird zu teuer und das können wir so nicht machen, weil zu teuer. Was? Dann geht es ja jetzt auch ohne. Aber man ist ja sowieso ganz dicke mit den amerikanischen Firmen, die uns sowieso auf Schritt und Tritt verfolgen. Warum sollte man da noch irgendwelche IP-Adressen oder sonstiges speichern? Begleiten. Zur Not kann man durchs Leben begleiten. Nochmal nachfragen. Die haben bestimmt noch eine Sicherheitskopie. Ja. Bestimmt. Bestimmt. Übrigens zu dem Thema vorhin mit Datenschutz, Stichwort Löschen. Das ist ja, das machen sich ja manche gar nicht klar. Konsequentes Löschen würde bedeuten, in sämtlichen Archiven und auf sämtlichen Sicherheitskopien Datensicherungen löschen, ist praktisch so gut wie undurchführbar. Wieso ist das undurchführbar? Ich sagte so gut wie. Das ist durchführbar. Das ist aufwendig, ja. Ja, ist aufwendig, ist sehr aufwendig. Das ist was anderes. Es ist aufwendig, kostet, aber kann gemacht werden. Ist übrigens nicht mehr ganz so aufwendig wie früher, wo für solche Zwecke noch getaktete Magnetbänder verwendet wurden. Und aus dem Magnetband in der Mitte was rauszulöschen, das war wirklich eine Aufgabe. Das geht nämlich normalerweise. Man hätte praktisch neu umkopieren müssen. Ja, genau. Ja, aber das ist heutzutage ist natürlich einfacher geworden, Festplatten einfach dann für Datensicherung genommen werden. Da kann man auch in der Mitte was rauslöschen, wenn man will. Aber es hat ja zur Voraussetzung, dass es einen mitgenommenen Nachweis über alle Datenträger gibt. Genau, ja. Das muss protokolliert werden, dass gelöscht wurde und wo gelöscht wurde. Und welche Daten gelöscht wurden. Und man muss auch vor allem bei dem Cloud-Dienstleister seines Vertrauens einen haben, dass er sich nicht löscht. Und da sind wir dann wieder bei Office 365. Und man braucht eine unabhängige Behörde, die das auch regelmäßig kontrolliert, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Und unsere liebe Datenschutzbehörde in Dänemark hat ganz, ganz viele Mitarbeiter, nämlich 30 an der Zahl. Für Dänemark, ja. 2018 soll es tatsächlich, haben sie es für nötig erachtet, das auf ca. 50 aufzustocken. Ich dachte 31. Nee, ich glaube, die machen jetzt die ganz große Vergrößerung, weil ja jetzt 2018 die Datenschutzgrundverordnung auch für Dänemark in Kraft tritt. Und ich glaube, die sehen ein, dass man ab und zu mal ein paar Firmen in den Arsch treten muss. Also ich glaube nicht, dass die es selber tun, aber da kommen wohl ein paar Anfragen und die muss man ja auch bearbeiten. Große Datenschutzoffensive. Ja. Und dann komme ich auch schon zu meinem Abschluss und wahrscheinlich der Datengau für jeden Bürger. Und die Dänen dachten mal, wenn wir schon so viele Daten über den Bürger haben, dann können wir es genauso gut richtig machen. Ja. Und zwar folgendes: Es werden jetzt erstmal 150 Millionen Kronen in die Hand genommen, um diese neue Behörde oder was das sein soll, Datensammelstelle zu gründen. Und zwar das dänische Genomcenter. Ja, und die haben dann tatsächlich so den Plan, dass wenn beim Hausarzt oder im Krankenhaus oder sonst wo Gewebe entnommen wird, dass das per Default dann dorthin geschickt wird, auch es DNA sequenziert wird und gespeichert. Und zwar nicht irgendwie anonymisiert oder sonstiges zu Forschungszwecken, natürlich zu Forschungszwecken, aber vor allem geht es denen darum, oder es wird zumindest verkauft unter dem Deckmantel persönliche Medizin. Dass wir sagen, wenn Krebsmedikamente, die schlagen nicht bei jedem gut an oder gleich gut oder überhaupt nicht. Und deshalb sagen sie, wir brauchen diese Daten, damit wir jedem das richtige Krebsmedikament geben können oder auch andere Medikamente, damit unser Gesundheitssystem einfach effektiver wird. Spannend.
schwarze Linie. Weiß man dann, welche Sequenzen dort gespeichert sind? Komplett. Komplett. Ja. Also ich habe das mal recherchiert, einfach so mal, ich dachte, wie lange dauert so eine Sequenzierung? Und ich habe herausgefunden, mit aktuellen Geräten ist das unter 23 Stunden machbar für eine Sequenzierung. Ne? Ein Gerät, eine Sequenzierung. Wenn du da irgendwie 40 Geräte hinstellst, hast du so 40 Personen an einem Tag. Und eine Sequenzierung kostet irgendwie $400. Oh, da ist man auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel die 150 Millionen Kronen zugrunde liegt, hat man dann einfach mal so 40.000 Bürger sequenziert. Ist das dann für die Endkalkulation so 400 oder ist das jetzt der aktuelle Preis? Kommen da noch Elbphilharmonien da mit drauf? Das war das, was ich im Internet recherchieren konnte dazu, was eine komplette DNA-Sequenzierung vom menschlichen Genom kostet. Da wird der Preis wahrscheinlich dermaßen runtergehen, weil das ist ja umso mehr Aufträge, umso mehr Geschäfte. Ja. Oder so eine Elbphilharmonie. Aber nicht ganz wegen. Das Projekt läuft jetzt schon mit Freiwilligen und es wird jetzt gerade in Gesetz gegossen, dass alle Gewebeproben dorthin gehen. Also das ist jetzt in 2018 in der Gesetzgebung zu erwarten, wenn sich nichts großartig was ändert. Mein Nachbar meinte gerade Vaterschaftstest. Also der Staat kann denn, es gibt keine Vaterschaftsklagen mehr, sondern der Staat verschickt Benachrichtigung, wer von wem war. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Vater geworden. Ja, aber das sorgt für Transparenz. Ja. Ich meine, es ist jetzt nur so, dass jeder Zehnte oder so auf der Welt tatsächlich ein Kuckuckskind ist, sondern ja, da haben dann nicht mehr so viele Überraschungen. Das brauchen wir ja die Daten, weil nicht irgendwo drin steht, dass sich die Eltern. Nee. Das wäre korrekt. Ja. Wird denn auch den pharmazeutischen Firmen der Zugriff zu diesen Daten gewährt, zum Wohle der Technik? Das ist geplant. Das ist geplant, diese auch Pharmaunternehmen in der ganzen Welt gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Und dann am besten auch noch einen Arbeitgeber. Natürlich anonymisiert, ne? Oder pseudonymisiert. Aber es hilft bei der Refinanzierung dieses Projekts. Auf jeden Fall. Die werden alle ganz heiß drauf sein. Pseudonymisiert mit der CPR. Genau. Welche Möglichkeiten hat man sich dieser DNA-Daten zu verweigern? Gar nicht. Ausbürger. Also ich habe jetzt hingeschrieben, dass ich weder zu meiner persönlichen Medizinierung noch für alle anderen meine Proben zur Verfügung stehen dürfen und auch nicht sequenziert werden dürfen. Einfach mal schon vorab. Aber ich glaube nicht, dass ich viel Erfolg damit haben werde. Kam da schon eine Antwort? Da kam eine Antwort, dass sie meinen Anspruch wahrgenommen haben. Kannst du dich nur noch im rückständigen Deutschland behandeln lassen, zum Beispiel, ne? Ja, also ich bin mir sicher, dass meine DNA-Sequenz dann in Zukunft auch im Ausland vorhanden ist und wenn die mich dann hier sequenzieren, dann wissen die dann automatisch, ja, deine Daten haben wir schon, die haben wir vor ein paar Jahren aus Dänemark bekommen. Mhm. Alles gut. Wir haben hier auch schon mal vorab ein paar Behandlungsvorschläge. Und übrigens deine aktuelle Kinderzahl. Auf dem neuesten Stand. Ja. Da bekommst du eine Post-Notification, ne? Neues Kind gefunden. Ja, also nicht auszurechnen, was passieren kann mit solchen Daten, wenn der Staatsminister Adolf oder so heißt. Ne? Oder Donald. Oder sonst was? Die von wegen, ich habe nichts zu verbergen. In den Niederlanden gab es ja vor vielen, vielen Jahrzehnten mal eine Volkszählung. Da gab auf den Fragebögen wurde auch die Konfession abgefragt. Und alle niederländischen Juden haben natürlich jüdisch angekreuzt. Da haben sich unsere Vorfahren sehr drüber gefreut, als sie die Niederlande besetzt haben. Ja, ja, das war alles schon registriert. Da wusste man ganz genau, wo man hingehen musste, um Juden zu inhaftieren. So viel zum Thema, ich habe nichts zu verbergen. Genau. Ja. Wir haben in Dänemark auch nichts zu verbergen. Wir sind es so gewohnt, gläsern zu sein. Ihr habt ja auch diesen Reichtum an Daten. Ja. Ja, also ich habe mich persönlich auch davon überzeugen
können, dass Person A, Person X von A nach B gereist ist, weil 6 Wochen lang stand dann auch dieses Reisecode dann offen für jeden, wo man einsehen konnte, wer von wohin gereist ist. So, da muss man gar nicht darauf verlassen, dass der blöde Benutzer bei Facebook ankündigt, ich bin jetzt extra nicht zu Hause. Nö, nö. Das macht Traveling deutlich einfacher. Ja. Also, die Frauen wissen auch Bescheid. Und wenn andere Banken Zugriff haben, für die macht das die Planung auch viel einfacher. Ja. Gegen geringes Entgelt haben wir gerne zu unserer Datenbank. Ja. Ein ausländischer Scraper, ich weiß gar nicht, ob der aus Brasilien war oder aus Deutschland, keine Ahnung, irgendwo war der her und der hat einfach mal so unsere Grundstücksdatenbank gescraped und wusste dann, wer welches Grundstück besitzt. Und das hat er dann schön auf einer Webseite zusammengefasst, da konnte man da drin suchen. Ich habe dann einfach mal ein paar Namen gesucht und weiß jetzt auch, wo die Leute Grundstücke haben, unter anderem unsere frühere Staatsministerin. Und hätte ich jetzt Lust, wenn sie im Urlaub ist, sie zu besuchen, dann wüsste ich, wo ich hinfahren soll. Oder wo man nach dem Ferienhaus fragen muss. Ja. Das vermutlich einigermaßen luxuriös eingerichtet. Ja, also wir haben sehr viele Fälle von Datenreichtum. Gewollte und nicht gewollte. Sonst noch Fragen? Inwiefern ist denn sichergestellt, wenn einer dahin scheidet, dass die Daten auch gelöscht werden? Gibt es da einen Prozess irgendwie? Bestimmt nicht. Warum soll die gelöscht werden? Da wird einfach nur ein Fleck gesetzt. Ja. Das ist ja bei Facebook. Du kannst jetzt unterbinden, hast du keinen Rechtsanspruch auf das Löschen des Facebook-Profils, obwohl du Erbe und damit Gesamtrechtsnachfolger einer verstorbenen Person bist. Kannst du das nicht löschen? Facebook macht da einfach so eine Gedenkbanderole dran, dann wird das ja auch nicht gespeichert. Ja, okay, so ein bisschen Flatterband drum. Ja, so ein schwarzes Ding, aber. Das wird gut sein. Ja. So ist das, wenn man keine Datenschutzbedenken hat, sondern alles mit der rosaroten Brille sieht. Ja, wir vertrauen dem Staat. Der Staat vertraut vielleicht uns, vielleicht nicht.